Lokis zweite Folge brachte uns einen großen Reveal am Ende und dieser ist nicht, wer die Variante ist, die die TVA jagte. Nein, es fällt ein ganz bestimmter Satz, der mich sehr erwischt hat. Und nun, fast 3 Wochen nachdem ich ihn zum ersten Mal gehört habe in meiner Preview der zweiten Folge, beschäftigt er mich immer noch. Und zusammen mit Tommy vom TikTok-Kanal Tommy@TikTok habe ich ein wenig gebrainstormt und gemeinsam sind wir dann auf eine zusammenhängende, grobe Idee gekommen, die mich sehr fasziniert hat. Und genau deshalb herzlich willkommen zu einer neuen Fantheorie zu Loki und den in meinen Augen sehr wichtigen Satz: This isn't about you. Und warum ich denke, dass das stimmt, weil die Loki-Serie viel mehr irgendwie dann doch um Kang the Conqueror geht, erkläre ich euch jetzt. Woher ich den Gedanken nehme und was mich darauf bringt, das erzähle ich euch heute in dieser Folge What If. Mein Name ist Luke, das ist Nerd Factory und wenn euch ein Faktenvideo oder Fantheorien wie diese oder auch Recaps zu den neuesten Marvel-Folgen und Filmen gefallen, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch wirklich immer alle Videos angezeigt bekommt und selbst dann ist es nicht zu 100% sicher, also guckt zwischendurch einfach mal auf den Kanal, ob neue 4 Videos kommen die Woche. Ansonsten haben wir auch passend zur Loki-Serie wieder spezielles Merch herausgebracht, welches ihr über die Panels unter dem Video bestellen könnt und nun aber mal rein in die Theorie und los geht's. Es ist ja schon eine Ansage, wenn eine Figur, die nicht nur selbst Loki ist, sondern auch der aktuelle Hauptantagonist/Supporting-Character der Serie namens Loki zu sein scheint, diesem dann sagt, dass es eben nicht um Loki geht. Und genau deshalb, und weil ich generell skeptisch, was die Erklärung der TVA angeht, bin, hat mich dieser Gedanke seit Anfang an nicht losgelassen. Und ich hatte bereits vorher einige kleine Bausteine, die Sinn ergeben haben, doch ein Element, das war für mich immer mysteriös. Warum machen die TVA, was sie machen? Und ja, ich weiß, sie haben das ja erklärt, aber sie erklären das in Form von Propaganda. Und wenn wir eines aus den letzten 100 Jahren unserer Geschichte gelernt haben sollten, dann dass Propaganda immer lügt. Wahrscheinlich haben das sehr wenig Leute verstanden, weil ihr wisst ja, wie es da draußen ist. Erste Hinweise darauf sehen wir ja auch schon darin, dass eben nicht alle TVA-Agenten von den Timekeepers erschaffen wurden, wie sie uns erzählen, sondern dass sie alles Variants sind, die irgendwann dazugekommen sind. Die Timekeepers waren in meinem Kopf zumindest zu Beginn entweder gar nicht existent oder Ravonna hat das Ganze quasi unter dem Deckmantel einer religiös agierenden heiligen Organisation aufgezogen und sie waren längst tot. Ravonna macht es auf eigene Schnauze und dann hätte man so eine tolle Gott ist tot Geschichte und hätte dann das weiter spielen können. Doch selbst mit dieser Erklärung gab es noch so viele offene Fragen, die mich weiter beschäftigt haben und ja, ich weiß, man kann einfach die Serie gucken und erfährt ja dann im Laufe der Serie ja alles automatisch, aber ich und so viele andere Leute haben ja jede Menge Spaß an Fantheorien und Rätseln und Spekulieren und deswegen, es ist auch vollkommen egal, ob das, was ich jetzt hier sage, stimmt oder nicht. Es macht einfach Spaß, darüber nachzudenken. Aber genau bei solcher Spekulation hat mich dann eben Tommy auf einen Gedanken gebracht. Was, wenn die Timekeepers doch existieren, nicht tot sind, wofür Sylvies Jagd nach diesem Jahr sprechen würde, und sie alle Variants von Nathaniel Richards, aka Kang the Conqueror, sind. Dazu mal eine kurze Zusammenfassung, wer Kang the Conqueror überhaupt ist. Kang the Conqueror ist ein Alias von vielen verschiedenen von Nathaniel Richards. Nathaniel Richards ist ein Mann aus der Zukunft, welcher eines Tages eine Zeitmaschine benutzt, um zurück in die Zeit ins alte Ägypten zu reisen und seinen Wissensvorsprung dort dann zu benutzen, um sich als Pharao einsetzen zu lassen. Nachdem er dann aber von den Helden des Marvel-Universums, die wir kennen, Fantastic Four, Avengers und Co., in dieser Gestalt, Rama Tut hieß der, mehrfach besiegt und entmachtet wurde, reist er dann auf Umwegen wieder zurück in seine Zeit, kommt allerdings nicht dort an, sondern ein paar Jahrhunderte Jahre später. Und hier findet er eine dystopische Zukunft wieder, in der die Menschen die gesamte Zivilisation der Erde vernichtet haben und das Wissen komplett verloren ging, nicht aber die Technologien. Und erneut nutzt er sein Wissen über diese Technologien, um die inzwischen auf primitivste Weise gegeneinander kämpfenden Menschen einfach zu unterwerfen und sehr schnell auch seine gesamte Zeitlinie, sein gesamtes Universum zu erobern. Doch es reicht ihm nicht. Er beginnt durch die verschiedenen Universen des Multiversums und jede darin vorhandene Zeit zu springen und diese alle ebenfalls zu erobern. So wird er zu Kang the Conqueror erobert. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, es ist wieder EM-Saison und das bedeutet, es gibt einen Grund zum Feiern. Am besten zusammen mit Friends and Family. Anlässlich der EM gönnt euch der Sponsor des heutigen Videos, Filmora, satte Rabatte auf sein Sortiment. Bis zu 43% Rabatt bis zum Finale am 11.07. Klingt doch nach einem guten Deal, oder nicht? Aufgrund seiner einfachen Handhabung ist Filmora das Schnittprogramm für alle, egal ob Profi oder Newbie. Vorwissen brauchst du nicht, dank einer Vielzahl von Erklärvideos. Hier kannst du selbst entscheiden, welche Lizenz du haben willst, ohne dabei
dabei, in unnötige Abo-Fallen hineinzutappen. Effizienz, satte Farben und professionelle Videoeffekte sind für dich ein Muss, dann wirst du bei Filmora sehr schnell fündig. Aber natürlich könnt ihr auch erstmal in Ruhe hineinschnuppern, indem ihr zeitlich unbegrenzt die Testversion benutzt. Schaut euch in Ruhe um und entdeckt die Features, die es zu bieten hat. Danach könnt ihr problemlos auf eben zum Beispiel ein Jahresabo oder eine Dauerlizenz umsteigen. Seid ihr jetzt neugierig geworden, dann checkt doch den ersten Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar aus. Testet Filmora kostenlos aus und wenn ihr überzeugt seid, es warten bis zum 11.07. noch bis zu 43% Rabatt auf euch. Also schnell sein, es lohnt sich. Im Laufe der Zeit bekamen wir dann auch immer mehr Teile in den Comics des durch seine Zeiteskapaden verwirrenden Lebens gezeigt. Als Teenager baute er sich zum Beispiel eine eigene Iron Man Rüstung und wurde als der Held Iron Lad aktiv. Schon dort kollidierte er mit dann Kang the Conqueror, welcher seinem jüngeren Ich auf die Sprünge helfen wollte, den Pfad einzunehmen, zu Kang the Conqueror zu werden. Dabei fiel Iron Lad sozusagen durch die Zeit in die Zeit der Avengers und Co. und wurde zu einem der Gründungsmitglieder der neuen Young Avengers und die versuchten dann die Erde vor der Ankunft des späteren Kangs eben wieder zu warnen. Doch als dieser dann wiederum in der Zeit hier auftauchte, um Iron Lad mitzunehmen und auf den Weg zu bringen, eben selbst Kang zu werden, brach das Ganze wieder zusammen. Die Avengers selbst hatten keine große Chance gegen Kang. Und ja, das klingt ziemlich verwirrend, aber das ist Absicht. Jeder Kang, den wir sehen, ist an einem bestimmten Punkt in seiner Kängigkeit und meistens sozusagen eine Variant von Nathaniel Richards, die aber alle dasselbe Ziel haben, das Multiversum und alle Zeit zu unterwerfen. Doch aber nachdem Kang dann irgendwann stoppt, Kang zu sein, wird er wiederum zu einer weiteren Persona, Immortus, welcher oft auch als eine Art Herrscher und Pfleger der Zeit gesehen wird. Immortus ist die etwas gediegenere Version von Nathaniel, nachdem er eben schon Kang war, aber immer noch per se nicht ein guter Mensch. Doch er agiert ähnlich wie die Timekeepers und die TVA eben als jemand, der über die Zeit wacht und Äste, welche zu gefährlich werden, trimmt, um das Multiversum zu ordnen und alles in die Reihe zu führen. Das oft auf Anweisung von den Timekeepers in den Comics. Er nennt sich auch den Gärtner der Zeit, weil er eben genau wie die TVA ist, quasi bezeichnet die Zweigestutz, die quasi gefährlich werden. Er ist dadurch Kangs größter Feind, weil Kangs Idee ja ist, alle Zeiten, alle Universen des Multiversums zu erobern, wohingegen Immortus das verhindern will, dass diese ins Chaos stürzen. Und behaltet im Kopf, das sind alles ein und dieselbe Person an verschiedenen Punkten ihres eigenen Lebens. Immortus könnte sogar so gesehen eben, ja, seinen Stutzen eigentlich nur machen, weil ja sein früheres Ich das gemacht hat. Versteht ihr, was ich meine? Aber warum diese riesig komplexe Erklärung jetzt? Was hat das mit den Timekeepern zu tun? Nun, ich glaube, die Timekeeper sind Variants von Immortus, aka Nathaniel Richards. Das klingt albern? Nun, nicht, wenn man sich eben die Vorlage der Comics mal zu Rate zieht, denn hier haben wir gleich mehrere Hinweise darauf, wie die Loki-Serie sich das Ganze genommen hat und es zu ihren eigenen Dingen umgebaut hat. Einerseits sind die Timekeepers dort, also in den Comics, eben genau umgekehrt zu den Timekeepers hier. Dort wurden sie von den letzten TVA-Agenten am Ende der Zeit erschaffen, um über die ganze Zeit zu wachen. Außerdem haben sie sonst kaum eine große Bedeutung. Im Grunde sind es drei komische Knubbelwesen, die ständig Stunk gegen irgendwen machen und fast immer aber mit Immortus als ihrem verlängerten Arm agieren. Die Keepers setzen ihn hier zum Beispiel auf Wanda an, um diese umzubringen oder an anderer Stelle darauf, die Avengers zu zerschlagen. Viel mehr machen die nicht Wichtiges. Sie gehen zu Immortus und sagen, hey, kannst du da mal reinboxen? Und er macht es dann. Und manchmal eben aber auch nicht. Ihre ganzen Aktionen hängen also sehr oft mit Immortus zusammen und haben eigentlich aber für sich stehend keine wirklich einzelne große Bedeutung für die generelle Handlung, abseits von der Interaktion mit Immortus. Der Schritt also für die Serie, diese Version von Nathaniel Richards zu nehmen, also Immortus, und ihn einfach zu den Keepers zu machen, beziehungsweise umgekehrt, wäre nicht so weit weg. Da, wie gesagt, Immortus eben auch einen ähnlichen Posten in den Comics einnahm, wie hier die TVA und die Timekeepers, und sowieso mehr das quasi ausführende Element der Timekeepers war und die Timekeepers nur im Hintergrund saß. In der zweiten Folge von Loki sehen wir außerdem, dass Variants auch körperlich komplett anders aussehen können, wie wir beispielsweise auch an Sylvie Loughrey-Dotter zum Beispiel sehen können. Und wiederum ein weiterer Hinweis ist, dass von den drei Timekeepers dieser Serie zwei nur 1:1 aussehen wie in den Comics, wohingegen die dritte Person
eigentlich eine viel femininere Person ist und hier aber in der Folge, in den Folgen, viel männlicher und maskuliner dargestellt wird in den Fresken. Und zufälligerweise birgt diese dritte Figur in der Mitte auch eine sehr große Ähnlichkeit mit dem Schauspieler, welcher Kang the Conqueror in Ant-Man 3 bestätigt spielen wird, wie auch andere Fans schon seit Monaten im Internet wieder und wieder hervorheben. Könnt ihr jetzt natürlich anbringen, ja, das ist halt das MCU, da sieht alles ein bisschen anders aus. Aber warum sind die anderen beiden exakt ein Ebenbild der Comics, nur dieser eine nicht? Nehmen wir dann noch dazu, dass Ravonna Renslayer in den Comics keinerlei direkte Involvierung in die TVA hat, dafür dort aber Kang und Immortus geliebte und engste Vertraute ist und hier jetzt aber scheinbar das direkte Sprachrohr und die einzige Vertraute der Timekeepers ist, nun. Und ich glaube auch nicht, dass 100% der Propaganda der TVA wirklich falsch ist, nur geschönt. Aber ich glaube, die Wahrheit dahinter ist eine große, komplette Timey-Wimey-Wibbly-Wobbly-Nummer mit mehreren Nathaniel Richards-Versionen und großen, multiversen Problemen und ganz abgefuckten Crazy-Shit. Hier also meine generelle Theorie. Die Timekeepers sind Variants von Nathaniel Richards, genauer gesagt von Immortus, die den multiversalen Krieg, den ihre eigenen Duplikate und sie selbst quasi zuvor als Kang angestellt haben, damit rückgängig machen wollen, dass sie das Multiversum auf eine einzige Timeline reduzieren. Die eine Timeline, die einzige im ganzen Multiversum, in der Nathaniel Richards bereits vor seiner Verwandlung zu Kang als Iron Lad in den Reihen der Young Avengers auf der Erde stirbt. Sylvie, welche auf einer Mischung aus Lady Loki und der Young Avengers Hexe Enchantress, aka Sylvie Lushton, basiert, ist in dem Fall eine Variant, die es geschafft hat, in einer Abzweigung die Young Avengers aber zu retten, wodurch Nathaniel in diesem Lauf der potenziell neuen Zeitlinie nicht starb und deshalb die Timekeeper versuchten, diese wieder auszulöschen, um zu verhindern, dass ein neuer Kang entsteht. In den Comics entsteht Lady Loki, wie ich in einem anderen Video schon mal erklärt habe, übrigens durch Lokis Seele, die nach seinem Tod in einen weiblichen Körper fährt. Enchantress wird wiederum an anderer Stelle von Loki direkt erschaffen und hat dadurch ähnliche Kräfte wie Loki. Wenn Sylvie hier also eine Mischung ist, wie die anderen Young Avengers wie Wiccan und Speed aus WandaVision, Patriot aus Falcon and the Winter Soldier, Kate Bishop aus dann Hawkeye und so Leute wie Ironheart und Miss Marvel, die ja schon angekündigt sind, auch noch in der Zeit nach den Ereignissen aus Endgame jetzt in den nächsten Jahren bekommen werden, könnte es doch durchaus sein, dass Lokis Seele nach seinem Tod in Infinity War zusammen mit Bruce Banner auf die Erde geschickt wurde und dort dann in ein junges Mädchen, Sylvie Lushton, gefahren ist. Diese hätte dann nach dem, was wir bisher wissen, auch die 5 bis 6 Jahre später, wenn die Young Avengers vermutlich jetzt auch bald dann in den nächsten Jahren zusammenfinden, ein ähnliches Alter, wie sie in den Comics hat, wenn wir die Schauspielerin nehmen, die wir in den Trailern jetzt schon gesehen haben. Die Sylvie, die wir jetzt in den aktuellen Folgen sehen, in der Serie, die ist 20 Jahre älter. Wenn man nach dem Alter der Darstellerin geht, welche ja nach eigener Aussage bereits ihr ganzes Leben lang gegen die Timekeepers und die TVA kämpft. Nehmen wir also mal, keine Ahnung, 2050 als Kennzahl, denn hier ist ja die Lieblingsapokalypse, in der sich Sylvie versteckt hat. Vermutlich, weil sie eben genau in dieser Zeitperiode natürlich gealtert ist. Und rechnen wir zurück, sind wir wieder in den 2020ern, in denen sich die Ereignisse nach Endgame mit den Young Avengers abspielen. Es würde erklären, warum Sylvie nicht direkt gepruned wurde, als sie geboren wurde als Frau, sondern erst später mit der TVA Kontakt hatte. Sie ist so vorgesehen, es soll eine Sylvie Loffy-Daughter geben, nur soll diese eben nicht Nathaniel Richards Leben retten und dadurch einen neuen Kang erzeugen. Dass Sylvies Zeitlinien Zweig, aber gestutzt wurde, ist ihre einzige Mission nach 20 Jahren eben die Timekeepers, welche dafür verantwortlich sind, auszulöschen, um das Multiversum wieder ausbrechen zu lassen und ihre eigene alte Zeitlinie wiederherzustellen. Die Timekeepers wiederum versuchen, den von ihnen selbst als Kang damals noch ausgelösten Multiversumskrieg zu stoppen, indem sie das Universum vereinen. Dieser wird aber sehr wahrscheinlich das sein, was in den Comics eben von Kang the Conqueror veranstaltet wurde. Wie gesagt, die Eroberung des ganzen Multiversums und aller Zeiten darin. Das würde also für den Rest der Serie dann die direkte Konfrontation von Sylvie und Loki sowie Ravonna und den Timekeepers bedeuten. Warum Ravonna und die Timekeepers? Ach, habe ich das noch gar nicht gesagt. Ravonna Renslayer könnte in diesem Fall durchaus eine weitere Variante von Kang sein, welche genau wie Sylvie einen anderen Namen bekommen hat und als Variant in der TVA hier jetzt arbeitet. Und das würde nach dem klassischen Marvel-Prinzip dazu passen, dass wir auf der einen Seite Nathaniel Richards in männlich als Timekeepers
zusammen mit Ravonna als weibliche Variant haben. Und auf der anderen Seite haben wir Loki und seine Variant Sylvie. Ähnlich wie bei WandaVision, Hexe gegen Hexe, Doctor Strange, Magier gegen Magier und so weiter und so fort. Auch warum Ravonna gerade die engste Vertraute der Keepers ist, ergäbe jetzt Sinn, da sie ja eine Version dieser drei Leute wäre und sie die ihr damit am meisten vertrauen können. Sicherlich wird es nicht alles genauso ablaufen. Und ob die Young Avengers Idee von mir jetzt hier bestätigt wird oder nicht, das erfahren wir sicherlich schon morgen. Aber da wir in jeder Serie bisher einen Young Avenger mindestens gezeigt bekommen haben und auch weiter noch welche bekommen werden und diese Variant hier Sylvie heißt, wie eben die Enchantress, die bei den Young Avengers ist, finde ich, das liegt eigentlich schon ziemlich nahe, in dieser Serie Sylvie Lushton als Young Avenger zu haben. Auch die Connection, dann eine junge Schauspielerin namens Sylvie in einem kommenden Projekt zu treffen, welche die Main Variant der hier älteren Sylvie ist, die wir in Loki kennengelernt haben, wäre schon irgendwie cool. Und wir wissen ja, dass das Multiversum nach Loki definitiv ausbrechen wird, da direkt danach die What-If-Serie kommt, die nur im Multiversum spielt und Multiverse of Madness ja auch ansteht. Und da Kang dann ein zentraler Part von Ant-Man 3 werden wird, vermutlich auch vom ganzen Rest, ist es meiner Meinung nach also naheliegend, dass der einzige Grund, warum die Timekeepers die heilige Zeitlinie als einzige Zeitlinie bewahren wollen, die ist, dass es eben die einzige ist, in der kein Kang entsteht. Wodurch eben niemals der Multiversumskrieg ausbrechen würde und dann eben niemand versucht, die Zeit zu erobern und in Schutt und Asche zu legen. Dass Sylvie dann durch das Töten der Timekeepers das auslösen würde, dass später dann in auch nur einem anderen Universum eine Variant von Nathaniel Richards zu Kang werden sollte, das würde automatisch dafür sorgen, dass er als unfassbar gefährlicher Gegner ins MCU dadurch kommt. Und genauso wie Thanos in den ersten drei Phasen bisher vielleicht zunächst als lauernde Bedrohung da ist, immer im Hintergrund quasi das alles nur die Strippen zieht und dann am Ende als der große, fast allmächtige Bad Guy auftaucht. Das würde außerdem erklären, warum Sylvie sich zwar an ihre Mutter erinnert und weiß, dass sie adoptiert ist, aber keine von den Fähigkeiten von Loki hat. Die Seele von Loki ist in Sylvie, aber sie teilen sich diesen Körper. Sylvie hat die Erinnerungen von Loki und quasi den Teil der Seele ist dadurch ein Variant geworden, weil die Seele eben in diesem Körper ist. Aber Sylvie selbst hat nicht die Erfahrungen von Loki gemacht. Sie hat nicht die Sachen von der Mutter gelernt von Loki, weil sie ein neuer Körper ist, die diese ganzen Fähigkeiten nicht hatte. Sie hat nur quasi fadende Erinnerungen. Was denkt ihr denn? Ist die Idee, dass die Timekeepers Kang-Variants sind, logisch für euch? Oder klingt das Ganze, ja, sehr weit hergeholt? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Wenn ihr andere Ideen habt, schreibt auch gerne eure Theorien in die Kommentare. Das war's erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Rinjahorn.